Ich bin jetzt in den Harburger Bergen und messe die Schneetiefe. So, wie hoch ist hier der Schnee? Wir sind hier 130 oder 140 Meter über Meeresspiegel. Und die Schneetiefe hier oben in den Harburger Bergen ist 13 cm. Ich kann es ja noch mal hier veranschaulichen. 13 cm Schneehöhe. Wir sind hier in 150 Meter über dem Meeresspiegel in der Nähe der höchsten Stellen der Harburger Berge am 11. März 2023. Und jetzt messe ich hier nochmal die Schneehöhe. Fünfzehn Zentimeter. Ja, also in der Mitte ist 15 cm. Das hier ist die höchste Stelle der Harburger Berge. Hinter diesen kleinen Tannen. Die ist 160 Meter über normal Null, über dem Meeresspiegel. Und der Berg da hinten ist 158 Meter hoch. Das ist so die zweithöchste Stelle. Und jetzt bestimme ich hier mal die Schneehöhe. Also man sinkt hier ganz schön tief ein. Das ist ja ganz schön erstaunlich. Und jetzt messe ich mal, wie tief das hier ist. So, da ist jetzt der Boden. Und das ist jetzt hier ungefähr 155 Meter hoch. Und wir haben hier eine Schneehöhe von 20 cm. Also das glaubt ihr mir vielleicht nicht, aber doch, 20 cm. Kann man hier überall locker reinstecken. Lockere 20 cm Schnee an der höchsten Stelle der Harburger Berge. Und jetzt mal an einer anderen Stelle. So, hier ist der Boden. Und jetzt messe ich die Schneehöhe hier, 20 cm. Also hier an der höchsten Stelle der Harburger Berge. Hier ist mein Fahrrad. Da ist die höchste Stelle mit 160 Meter. Haben wir eine Schneehöhe von 20 cm. Und das klingt natürlich unglaubwürdig. Hier am Baumstamm sind es 15 cm. Aber hier kommt nicht so viel Schnee an, weil hier eine Tanne im Weg ist und hier auch Zweige im Weg sind. Und an Stellen, wo jetzt keine Zweige und keine Tannen im Weg sind, da waren es 20 cm. Also dort in der Lichtung sind es 20 cm.
Und etwas weiter am Rand 15 cm.